zu beitragen, eine Impfbefreiung zu erwirken. Und zur Not kann man das auch mit dem Rechtsanwalt machen, denn Sie sind ja recht kämpferisch, wie ich Sie höre. Naja, sicher, ich mache mir irrsinnige Sorgen, auch wegen meinen Eltern. Natürlich, pass auf. Ich kann das nachvollziehen. Ich hab das jetzt akustisch nicht richtig mitgekriegt. Ich kann eine Impfbefreiung kriegen, die, wenn man psychische Probleme hat, wenn man da einfach Angst davon hat. Naja, es kommt auf den Arzt drauf an, ja. Okay. Also man muss einen Arzt finden, der Ihnen das ausstellt. Im Moment sind da hauptsächlich die Amtsärzte für zuständig. Aber es gibt natürlich auch Ärzte, die sich dafür entschieden haben, gar nicht zu impfen. Und da hat man vielleicht eine Chance, dann auch dafür eine Impfbefreiung zu kriegen. Im Moment wird die Impfpflicht ja erst ab 1.2. angestrebt. Und da gibt es im Moment auch noch keine rechtliche Grundlage zu. Also jetzt noch nicht verrückt machen, erstmal das Weihnachtsfest genießen, im Kreise der Lieben, die alle gesund sind. Und dann im Januar nochmal schauen, was kommt. Ich muss Ihnen jetzt ganz kurz unterbrechen. Das war jetzt eine ganz positive Sache, was Sie jetzt gemacht haben. Weil ich merke, sind Sie, wenn ich fragen darf, lassen Sie sich impfen? Dazu dürfen wir keine Auskünfte geben. Okay, aber okay. Einen Arzt können Sie mir aber keinen empfehlen. Nee, leider nicht. Wir sitzen in Deutschland. Sie sitzen in Deutschland. Okay. Ja, wir kommen auch noch dahin, wo Sie schon sind. Die Firma sitzt in Deutschland und ist vom österreichischen Staat beauftragt, diese Briefe auszuschicken, die Bevölkerung zu verunsichern, auf Deutsch gesagt. Wir sind eine Informationshotline, sprich ein Callcenter, was in Deutschland sitzt und beauftragt wurde von der AGIS, von der Agentur, die in Österreich sitzt, die Informationshotline zu übernehmen und die Leute zu informieren. Okay, und die AGIS hat den Brief ausgeschickt, dass die Leute verunsichert. Nee, die Leute sollen einfach mehr oder weniger dazu angehalten werden, sich impfen zu lassen, ne? Was bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Also im Endeffekt ein Druckmittel, dass man mehr in der Impfquote mehr aufsteigen, kriegen wir Druckmittel von einer privaten Firma, wohlgemerkt, von einer privaten Firma, die was vom österreichischen Steuergeld bezahlt wird. Und mit dem Brief, 100%ige Tochter vom Bundesministerium für Gesundheit, genau. Und dann ausgeschickt wird unterm SV, Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen und Bundesministerium Soziales, Gesundes, Pflege und Konsumentenschutz. Das ist jetzt eine ganz interessante Information gewesen von Ihnen. Da muss ich jetzt echt bedanken. Haben Sie das vorher noch nicht gewusst? Nein, ich habe das nicht gewusst, dass wir in Österreich solche Briefe über private Firmen vom Staat ausschicken lassen, die wo nachher die Bevölkerung mit Angst und Schrecken das lesen muss, dass ja schon, nämlich Sie sagen ja eine Einladung, auf den ganzen Brief steht nirgends Einladung, da steht nur oben, persönlicher Termin für die Corona-Schutzimpfung ist da. Also ist das keine Einladung, sondern da wird schon ein Termin vorgeschrieben. Weil eine Einladung ist, wenn ich heute Einladung auch draufstehe, habe, dass das eine Einladung ist, in meinen Augen. Normalerweise stehen auch mehrere Termine drauf, die man sich dann aussuchen kann. Also, dass da jetzt bloß ein Termin draufsteht, ist mir auch neu. Nein, da steht definitiv am 22. Dezember 21 von 9 Uhr bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr in der Impfstraße Ried im Innkreis. Da steht nicht mehr oben und nicht weniger oben. Ich würde, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, ich würde es erstmal auf mich zukommen lassen und schauen, ob die Impfpflicht überhaupt rechtlich durchgeht. Ja, mein Körper. Ich sage ja auch nicht als Friseurmeister, wenn Sie zu mir Haare schneiden kommen, wie ich Ihnen die Haare schneide. Ja. Ich verstehe das vollkommen. Ja, super, das ist schön. In Deutschland wird ja auch die Impfpflicht kommen. Ja, gibt es auch noch keine rechtliche Grundlage. Im Moment haben wir noch mehr mit den Demonstrationen dagegen zu tun. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, ja, es ist irgendwo traurig, dass man die Bevölkerung so unter Druck setzt von einer privaten Firma. Das ist irgendwo komisch und verfremdlich. Ist das. Naja, es ist im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, weil die natürlich nicht die
das Personal haben, um am Wochenende aufzubesetzen und um die ganzen Briefe zu schreiben und zu verfassen. Die haben sich das halt dann einen externen Dienstleister dafür gebildet sozusagen, um die Mitarbeiter dafür zu haben. Sonst müssten das ja alle Staatsangestellte machen und sie wissen, was so ein Staatsangestellter kostet und so hat man das in der Agentur ausgelagert, die dann halt nicht so viel verdienen daran. Ja, ja, das kostet auch was. Wenn ich jetzt dann sage, jetzt arbeiten da schon zwei Firmen dran. Einmal die Firma in Österreich, die AGES, ne? Und einmal das Callcenter in Deutschland, da heißt die Firma. Wie heißt Ihre Firma? Wir dürfen uns mit externer Coronavirus-Info-Hotline betiteln. Ja, aber bei was für einer Firma habe ich jetzt angerufen? Ja. Das sind die Auskünfte, die wir geben dürfen. Sie dürfen nicht einmal sagen, welche Firma, das da beauftragt worden ist, in Deutschland draußen, das Callcenter für Österreich zu übernehmen. Sie haben mich gut verstanden. Okay, das ist aber schon eine interessante Sache, weil das ist ja doch komisch. Da wird doch was verheimlicht. Wenn ich nicht einmal so ehrlich bin, dass ich sage, was für Firma das ich bin. Okay. Es ist die externe Coronavirus-Info-Hotline der AGES. Besten Dank. Ich muss Ihnen nur informieren, das Gespräch wurde mit aufgezeichnet.